Moin Leute, was geht zu einer neuen Folge Manowar mit mir, dem lieben Dodo. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge genießen können. Wir haben in der letzten Folge ja Dorf erweitert, nochmal eine Brennholzhütte gebaut und eine Weide, Windmühle und ein paar Kleinigkeiten optimiert. In der Folge werden wir mal gucken, was wir noch schaffen und was wir machen können. Wir haben auf jeden Fall gerade ein massives Nahrungs- und Brennstoff geht langsam wieder. Nahrungsmittelproblem haben wir auf jeden Fall da. Da müssen wir gucken und müssen angreifen, dass wir das verbessern. Wir müssen das Jagdlimit auf jeden Fall mal erhöhen. Wir müssen schauen, dass wir... Wir haben nur die Bären. Dass wir... Kann ich das jetzt schon beanspruchen? Nein, ich kann es nicht beanspruchen. Das genauso wenig. Wir müssen gucken, dass wir es auf jeden Fall mit... Wie viele Felder kann ich denn? Wie viel Mehl habe ich denn überhaupt noch? 92. Rot geht rein und geht direkt wieder raus. Wir müssen auf jeden Fall gucken. Wir hoffen jetzt, dass die saisonale Bärenfruchtbarkeit wieder steigt. Dass wir da wieder Bären haben. Dass wir da auf jeden Fall sammeln. Wir haben jetzt den Verkauf auch eingestellt. Das passt auch jetzt soweit. Da müssen wir mal gucken, ob das jetzt auch so bleiben kann. Ja, ich habe den Befehl hier oben eben abgegeben, kurz vor die Folge angefangen hat, dass wir unsere Mauern anfangen zu bauen und zusätzlich natürlich auch, dass wir unsere Steueramt bauen. Wir öffnen nochmal den Burgplaner. Wir haben Mauern und Tor. Ah, okay, das wird dann direkt an die Straße gesetzt. Eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen. Der kostet uns 10, der kostet uns 1. So, die Mauer ist da. Okay, das kann ich auch mir alles noch so ziemlich leisten. Okay, das kann ich mir schon nicht mehr leisten. Okay, die Frage ist jetzt, woran liegt's? Daran liegt's. Ah ja, da müssen wir erstmal so machen. Gut, aber wir bauen es trotzdem. Dafür bräuchten wir Gerste, dafür brauchen wir Lehm. Dafür brauchen wir Eisenbarren, dafür brauchen wir Eisenerz. Okay. Das könnten wir aber auch bauen, weil Leder haben, also heute haben wir in ausreichender Menge. Das könnten wir theoretisch noch platzieren. So, dann wird jetzt nochmal ein bisschen vorgespult, um halt das schneller auszuführen. Da wird auch fleißig gebaut. Da wird fleißig gebaut. Die Bären wachsen auch weiter. Nahrungsmittel steigen. Die sammeln. Da wird auch gut fleißig reingesammelt. Das sieht auch gut aus. Was macht unser Jagdgebiet? Schlecht. Wir müssen, glaube ich, dementsprechend da auch nochmal erweitern und bauen nochmals eine Jägerhütte.
Ich hoffe ja, dadurch wird halt auch nochmal die Nahrungsmittelmenge erhöht. Wir haben momentan wirklich, wirklich Probleme. Bauernhaus läuft. Wächst auch gut. Das läuft auch vor sich hinweg. 37 Brote. Naja, das sieht alles sehr, sehr, sehr gut aus. Die Häuslein, die stehen auch alle schon ziemlich gut. Dann haben wir das. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Haben wir gar kein Holz mehr, oder was? Doch, Holzstämme, Brennholz. Brennholz haben wir, aber wir haben keine Holzstämme mehr. Das müssen wir auf jeden Fall mal gerade rucki erweitern, weil wir geben ja auch gerade ganz viel hier aus bei uns. Das kostet ja auch wahrscheinlich gerade einiges. Vielleicht haben wir uns auch zu schnell erweitert, was Bewohner auch zutrifft. Wenn ich jetzt hier auf Armee gehe. Was ist das? Das ist meine königliche Armee, oder was? Gefolge. Scheinbar. Wie viel? Alles klar. Kann ich nur so wenig? Bauern hätte ich 42. Ach, weil ich nur 20 Speere, 20. Da müssen wir dann wahrscheinlich auch gucken und wieder zukaufen. Das sieht ja auch eigentlich ganz süß aus, muss ich sagen. Ist ein kleines Tor, wo man durchläuft, aber die Hauptsache ist ja schon mal, dass man überhaupt da einen gewissen Anfang hat, würde ich sagen. So, das Bärending ist auch gerade wieder saisonal aus. Das funktioniert nicht. Aber ich muss sagen, in meinem schönen warmen Palast geht es mir wirklich sehr, sehr gut. Die Hauptsache ist ja immer, dass es dem König gut geht. Kriegsvorkommen immer noch gut. Lebensmittellager, 70 Brote. 70 Brote sind für mich 3 Monate, das ist nicht so gut. Ah, hier kann ich das wieder machen. Warum darf ich da wieder was anpflanzen? Ach, weil ich Geld hatte. Ach so. Wollte ich denn jetzt... Hä, wo steht denn das? Was ist das da? Das ist dieses Regionsvermögen. Das verstehe ich jetzt. Aber kann ich das sonst auch sonder zuweisen oder so? Wieder abreisen, das geht. Okay. Das wird alles fleißig gebaut. Das passt. Gut. Ich bedanke mich auch für diese Folge. Und ich hoffe, ich habe euch ausnahmsweise mal gut unterhalten. Für die nächste Folge werde ich mir mal ein paar Themen aufschreiben, die wir dann auch noch mal ein bisschen durchquatschen können, was so in der nahen Zukunft für Manorlords oder was bei Manorlords passiert oder passieren nice soll. Und wünsche euch dann dementsprechend noch einen schönen Tag, schönen Abend oder schönes Wochenende. Und nicht vergessen, abonnieren, kommentieren und liken. Haut rein. Adios.